Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier so ein bisschen rumgeirrt, haben einem Hohepriester geholfen, aber haben dann doch nicht, also sind doch nicht weitergekommen in der Quest, in der Hauptquest. Meine große Hoffnung liegt jetzt hier bei General Toda. Und der Name sagt mir was. Ich hoffe, dass der wirklich mit der Hauptquest so ein bisschen verbandelt ist. Also, dass er uns weiterhilft, dass wir dann wieder einen Questgeber für die Hauptquest finden werden. Ihr seid meines Wissens nach dem König treu ergeben. Freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Ihr könnt das vielleicht nur schwer glauben, aber die verdammten Kaiserlichen sind hier. Sie haben die Kontrolle über die Stadt übernommen. Zumindest für den Moment. Hallo, ich habe kaiserliche Klamotten an. Warum haben die Kaiserlichen angegriffen? Sie sind mit der verdammten, verdorrten Hand im Bunde. Als ob wir uns nicht schon um genug Nekromanten kümmern müssten. Was auch geschieht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kaiserlichen hier Fuß fassen können. Wir werden die Stadt zurückerobern und sie töten. Und zwar alle. Klingt, als ob ihr alles im Griff hättet. Ich bin froh, dass ich wenigstens einem von uns etwas vormachen konnte. Die kaiserlichen Hunde haben uns tatsächlich am Wickel. Sie haben Geiseln genommen, deren Blut der König nicht an seinen Händen kleben haben will. Ich brauche jemand Inoffizielles, der losgeht und die Geiseln befreit. Was sagt ihr dazu? Ich kann die Geisel befreien. Eure Treue der Krone gegenüber wird man belohnen, meine Freundin. Ich gebe euch mein Wort. Geht dort rein und befreit die Geiseln. Und dann können wir hineingehen und ein wenig kaiserliches Blut vergießen. Wie finde ich diese Geiseln? Blöde Es gibt Frage. vier: Fürst Sagari, Magistrat Govan, Schamone als Schildwacht und Fürstin Moyaltar. Ich markiere euch auf der Karte, wo sie festgehalten werden. Diese flohverbissenen Kaiserlichen haben viele der Türen in den Erdgeschossen blockiert. Also schlage ich vor, dass ihr die Brücken nehmt. Was ist, wenn sie die Geiseln töten? Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Die Kaiserlichen denken strategisch. Sie haben Geiseln genommen, um sich selbst zu schützen. Und diesen Vorteil werden sie nicht aufgeben wollen. Wenn sie sie töten würden, nun, dann könnten wir ja einfach zum Angriff übergehen. Wann haben sich die Kaiserlichen mit der Hand verbündet? Das wissen wir nicht genau. Unsere Spione in Cyrodiil wussten nichts darüber. Ich vermute, sie sind schon die ganze Zeit miteinander im Bunde. Wahrscheinlich irgendein Nekromantenvertrag, der mit Blut unterzeichnet wurde oder so. Auf jeden Fall kennt meine Klinge keine Vorurteile. Sind die Kaiserlichen jetzt die größere Bedrohung? Alles in allem sind sie das bestimmt. Aber ich mache mir gerade mehr Sorgen um die verdorrte Hand. Diese üblen Missgeburten werden keine Ruhe geben, bis sie jeden einzelnen von uns getötet haben. Wir können nicht gegen die Kaiserlichen kämpfen, wenn wir alle tot sind. Wie stehen die Dinge in Schildwacht? Es ist alles nur noch schlimmer geworden. Faharajad kann nicht einmal vor die Tür treten, ohne bepöbelt zu werden. So verrückt es auch klingen mag, die verdammten Kronen glauben, dass die verdorrte Hand einfach verschwindet, wenn der König abdankt. Wir haben zwei der Wehren der Ansei geborgen. Ich hörte es schon. Prinz Azar singt in der ganzen Wüste ein Loblied auf euch. Der Prinz könnte bald hierher kommen. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass ihr beiden diese letzte Wehr der Ansei finden könnt. Okay, dann schleusen wir uns doch mal wieder dort ein. Rettet die Geiseln, rettet die Geiseln. Wo ist dieser Trottel? Die sollen oben rumgehen, hat er gesagt. Jetzt nicht dummer hier durch. Da ist auch so ein Dingstyp, aber keine Geisel. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu tief. Moment, hier, das sieht aber aus, als ob da eine drin ist. Da waren wir doch heute schon mal. Warum bist du jetzt hier und warst eben noch nicht da? Ihr dreckiges Schwein. Was immer ihr mir antut, man wird mich rächen. Ihr wart dumm, jemals den Fuß in die Alikre-Wüste zu setzen. Wartet. Ihr gehört nicht zu den Kaiserlichen, oder? Ich bin hier, um euch zu retten. Gut. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Tag hier oben ausgehalten hätte. Ich leide nämlich unter Höhenangst, wisst ihr? Ich gehe davon aus, dass die anderen Geiseln auch befreit werden. Ja, werden sie. Geht jetzt.
Okay, eine haben wir schon mal. Wo sind die anderen? Man kann in der Wahl seiner Feinde gar nicht vorsichtig genug sein. Da. Ich dachte gerade, das wäre ein Fackelträger. Hallo, gehst du mal da hoch? Ah, hier. Was auch immer ihr erreichen wollt, eure Bemühungen werden vergebens sein. Wartet. Ihr gehört nicht zu den Kaiserlichen. Gehört ihr zu König Faharajats Armee? Meine liebste Katze. Ja, General Toda hat mich geschickt. Ach, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich das einmal sagen würde. Ich schwöre König Faharajat ewige Treue. Wir müssen diesen Streit zwischen den Kronen und den Ahnherren beenden. Wir müssen uns gegen die Kaiserlichen vereinen. Ich habe übrigens Blödsinn geredet, nicht meine liebste Katze, sondern das ist hier der ach, wie heißt er jetzt nochmal? Ah, von der Kriegergilde ist er, meine ich. Dann macht euch davon. Verlasst die Stadt Richtung Süden. Ich komme doch gerade nicht drauf, wie er heißt. Der fragt mich dann irgendwann in der Hauptquest mal, ob wir ein Schwert haben wollen oder einen Stab und so weiter. Ich komme tatsächlich nicht drauf, wie er heißt. Gut, die beiden anderen sind links. Einmal in der Richtung. Moment, einmal hier, wenn wir da schon mal sind. Alle setzen sich erst hin, wenn ich reinkomme. Bei den Göttern, ich schwöre, ihr Ungläubigen werdet alle sterben. Ihr werdet sehen, dass Rotwardone nicht gnädig sind. Wartet. Ihr gehört nicht zu den Kaiserlichen. Heißt das, wir werden die Stadt zurückerobern? General Toda und seine Truppen bereiten den Angriff vor. Ah, Toda. Ich kenne ihn gut. Das ist ja sehr ermutigend. Ich habe ihre Strategien belauscht. Ich kann dem General gute Hinweise geben, wie man den Angriff anlegen sollte. Dann macht euch auf den Weg. Vor allen Dingen, er ist an den Händen hinterm Rücken gefesselt und ich mache ihn dann an den Füßen frei. Auch nicht schlecht. Aber gut, ich bin eine Magierin, ne? Wir können sowas. So. Noch schnell die letzte Geisel holen. Geisel. Ist die Geisel oben? Oder bin ich einfach nur zu doof, die zu sehen? Hier oben sind Leute. Bin anscheinend wirklich zu doof, die zu sehen. Moment, da hinten. Ich wollte gerade sagen, der Stuhl ist da, nur die Geisel noch nicht. Ihr dreckiger Hund. Ihr könnt mich verletzen, wenn ihr wollt. Aber ich schwöre, ihr werdet für den Angriff auf unsere Stadt zahlen. Bei Tuvakas Odem. Ihr gehört nicht zu ihnen. Also hat der König seine Armee geschickt? Diese Kaiserlichen könnten eine vollständige Invasion durchführen, wenn man sie nicht aufhält. Die Armee des Königs bereitet sich in diesem Augenblick auf den Angriff vor. Dann müssen wir uns umso mehr sputen. Die Kaiserlichen nutzen einen Geheimgang, um in die Stadt zu gelangen. Wenn wir diesen Gang zum Einsturz bringen, können sie keine Verstärkung mehr schicken. Wo ist dieser Gang? Es gibt ein paar alte Schmugglertunnel, die sich unter den Bergen von Bankorai bis Satakalam ziehen. Ich glaube, dass der Eingang zu einem der Tunnel unter dem Herrenhaus des Granden Korshad verläuft. Ich glaube, er hat uns an die Kaiserlichen verraten. Warum verdächtigt ihr den Granden Korshad? Alle anderen wurden getötet oder als Geisel genommen. Aber ich habe gesehen, wie sich der Grande Korshad frei unter den Kaiserlichen bewegt hat. Ihr solltet sein Herrenhaus am Nordostrand der Stadt durchsuchen. Das könnte allerdings die Kaiserlichen alarmieren. Also befreit vorher erst die Geiseln. Ich werde das Herrenhaus durchsuchen. Ihr solltet die Stadt verlassen. Lauf, mein Vögelchen, lauf! Findet das Herrenhaus. Das müsste eigentlich da hinten hängen. Achso, doch, da jetzt sehe ich was. Ich hoffe, da kommt jetzt gerade keiner mit einer Fackel. Hm,
Ist das jetzt das? Ja. Diese Person ist unser Feind. Schnell! Nein, 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 nein. Nein, nein. Och, komm. Basti? Habt ihr den neuen Kommandanten getroffen? Willst du mich hier veräppeln? Also, wir haben noch ein Buch gefunden. Und sollen jetzt hier im Kampf sein, obwohl wir niemanden angreifen und von niemanden angegriffen werden, oder was? Ich will doch nur das Ding hier ablegen. So, wenn die sowieso alle schon rot sind. Vielleicht brauche ich meine Verkleidung. Man weiß es ja nicht, ne? Achso, ja, das ist klar. Hallo, kann ich mich mal... da hinten... Du mal stehen bleiben? Bin ich gerade am Töten? Das Buch nehmen wir auch vorher noch mit. Könnt ihr euch durchlesen? Die reden, glaube ich, auch von der Schlange. Wer ihr auch seid, ich freue mich, dass ihr zu meiner Rettung geeilt seid. Die Kaiserlichen haben mich hier gefangen gehalten. Ich hielt es für möglich, dass sie die Kontrolle über ganz Alikra an sich reißen würden und dass man nicht fliehen könnte. Lügt nicht. Ihr habt den Kaiserlichen geholfen, oder? Ja, es stimmt. Aber doch nur deshalb, weil es nichts gebracht hätte, Widerstand zu leisten. Sie wollten mein Anwesen als ihre Kommandozentrale nutzen. Sie hätten mich erschlagen, wenn ich nicht eingewilligt hätte. Zeigt mir, woher die Kaiserlichen kommen. Wer kommt wo herein? Ich weiß nichts von all dem. Ich wurde die ganze Zeit über hier im Herrenhaus festgehalten. Ich habe nicht einmal gesehen, wie die Kaiserlichen in die Stadt einmarschiert sind. Lügt ihr mich an? Ja, aber bitte tut mir nichts. Ich war es. Ich habe zugelassen, dass die Kaiserlichen die Schmugglertunnel unter dem Herrenhaus benutzen. Aber jetzt bereue ich es. Es gibt unten eine Luke. Nehmt den Schlüssel. Tut, was immer ihr tun wollt. Wie kann ich Sie davon abhalten, durch den Tunnel zu kommen? Unten in den Tunneln gibt es Fässer mit Zunderpech. Wenn ihr sie dicht genug an die Stützpfeiler stellt und anzündet, dann sollte dadurch der Tunnel einstürzen. Ich bereue zutiefst, was ich getan habe. Vielleicht könntet ihr mich gehen lassen? Ich würde den ja lieber gefangen nehmen, ne? Aber wenn ich nur die Wahl habe zwischen er muss sterben oder er soll abhauen, dann sage ich natürlich, ihr könnt gehen, aber kommt niemals zurück. Soll ich auf dich draufschießen? Ich mag keine Änderung. Okay, kann ich hier oben? Nee, ich kann hier oben nicht raus. Gut. Nee, das wird aber dann, wir müssen nach unten, nehme ich mal an. Achso, das war wegen der Verkleidung. So, dann nehme ich nämlich die Verkleidung wieder. Wo haben wir sie denn? Meine Verkleidung ist weg oder ich schaue einfach im Falschen. Kaiserliche Verkleidung. Hier, zack. Die haben mich zwar jetzt erkannt, aber ich weiß nicht, wie es draußen ist. Die draußen dürften mich eigentlich... Ja, die erkennen mich nämlich immer noch nicht. Sammelt Fässer mit Zunderpech. Gehen wir mal ganz schnell hier rein. So. Ihm fällt das nicht auf, wenn ich hier mal so ein bisschen was abzweige. Oh, jetzt ist er rot. Alter, wieso? Nur weil ich ein bisschen Zunderpech hier genommen habe, oder was? Hallo? Der war gerade noch gelb, als ich hier reingekommen bin. Wieso ist der jetzt rot? Man kann es wieder nicht richtig anvisieren. Jetzt. So, der ist da reingegangen. Guten Tag. Der ist noch gelb, hä? Oh, die sind jetzt wieder rot. Also irgendwie... Jetzt ist er auch rot. Hä? Kann das sein, dass das so leicht verbuggt ist irgendwie? Warum sind die jetzt rot, dann doch wieder gelb, dann doch wieder rot? Könnt ihr euch mal entscheiden? Das ist kein Schmortopf, das ist meine Wäsche. Aber, was blöd ist, ich würde gerne das Buch haben, was angeblich hier ist. Aber es ist nicht hier. Dann ist es wahrscheinlich über uns, na toll.
Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Jetzt haben wir natürlich auch die Dings verloren, hier die Verkleidung verloren. So, einmal. Zweimal. Und schwuppdiwupp. Sollen wir zuschauen oder Basti, komm mal mit? Da bricht ja gar nichts ein. Oh. Nee, warte mal. Hä? Ach so, ich soll hier rum. Wieso soll ich hier rum? Weil das der Ausgang ist. Das ist auch der Ausgang. Ja, ja, okay. Ach, jetzt sind sie alle weg. Super, dann brauche ich hier nicht mehr rumzuschleichen. Gute Arbeit. Die Geiseln kamen raus und dann griffen wir an. Haben uns durch die Mistkerle gehackt und die Stadt durchkämmt. Jetzt sind da nur noch eine Handvoll Kaiserliche. Aber ich weiß noch immer nicht, wie die hierher gekommen sind. Ich befürchte, dass Verstärkung unterwegs sein könnte. Ihr könnt unbesorgt sein. Ich habe den Tunnel zum Einsturz gebracht, durch den sie kamen. Es war ein Tunnel? Ah. Heißt das, dass sie aus Bankorei kam? Ich schätze, darum machen wir uns ein andermal Gedanken. Aber ich bin verdammt froh, dass ihr den Tunnel zum Einsturz gebracht habt. Ich schätze, wir haben heute alle gute Arbeit geleistet. Ja, und wir haben robuste Schultern vom Set Orden von Diakna erhalten. Aber es gibt noch mehr zu tun. Wie immer, nicht wahr? Prinz Azar ist hier. Angeblich weiß er, wo sich die dritte Wehr der Ansai befindet. Und er möchte, dass ihr umgehend bei der Nekropole Motalion zu ihm stoßt. Was ist die Nekropole Motalion? Es ist ein finsterer Ort. Die größte Nekropole in ganz Alikr. Sie liegt etwas westlich von Satakalan. Falls die verdorrte Hand dort ist, weiß ich, dass der Prinz Hilfe braucht. Ich werde Truppen entsenden, sobald wir in der Stadt fertig sind. Aber ich schlage vor, dass ihr euch ihm sofort anschließt, wenn ihr könnt. Ich werde sofort zur Nekropole Motalion gehen. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit diesem Bereich hier und die Nekropole liegt auch direkt bei uns hier oben. Also sprich, der Bereich hier, der komplette, der wird dann abgearbeitet. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dauert das Ganze auch noch ein bisschen länger und ich meine im Kopf zu haben, dass es da noch ein, eine Quest mit einem Rätsel gibt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.